Ja, so, weiter geht's bei Outlast. Wer hätte das gedacht? Der hässliche Arzt ist jetzt weg, ne? Der ist jetzt einfach weg. Ich hoffe, er kommt nie wieder. Er wird wiederkommen. Was ist ein Kreuz? Oh, durchbrechen, ja. Kack drauf. Und wieder. Muss aufpassen. Hallo Nachbar. Oh, Schlüssel, die leuchten. Das heißt, sie sind gut. Okay. Einfach durch hier. Bitte durch. Falsche Taste gedrückt. Den Schlüssel für den Aufzug genommen. Oh Gott. Hallo Arzt. Ich habe dich vermisst. Komme nicht wieder raus. Okay. Ich hasse diesen Arzt. Eben hat er mich noch gerettet. Ich war gerade zu gierig mit meinen Chips. Die Chips-Tüte ist runtergefallen. Okay. Ist in meinem Papierkorb gefallen. Aber zum Glück ist nichts groß rausgefallen. Einer. Ein Chip ist aus der Tüte gefallen. So. Nun. Soll ich jetzt hin, ist die Frage. Ich kann nirgendwo hin. Ach, wie ist das schön. Oh, warte mal, ich kann ja richtig den hier machen. Doch nicht. Ich dachte, hätte was gesehen. Ah, Gott, ich bin wieder hier. Ah, für den Aufzug habe ich jetzt, ne? Dafür muss ich... Oh, scheiße, ich muss dahinter hin. Kacke, warum habe ich die Tür nicht... Oh, warum habe ich das Ding nicht weggeschoben? Als ich damals die Chance hatte. Oh, ich Idiot. Dann machen wir es halt so. Mach die Tür auf. Da lag irgendein Zettel. Er ist direkt hinter mir. Alter, wie schnell der ist! Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Spannend, spannend.
hasse diese Stelle. Es ist mir auch gerade einfach egal geworden, ne? Irgendwann werde ich Glück haben. Ein Typ wird mal nicht direkt in meiner Fresse stehen. So, freue mich schon, wenn er jetzt wieder um die Ecke steht. Boah, das Spiel ist zum Kotzen, Mann! Fick dich, du Arschgeburt, ey! Meine Fresse! Schieb das Ding einen Takt schneller weg, ey. Ey, fuck drauf. Du Mutterficker, ey. Boah, ey. Wie bist du denn jetzt so schnell hingekommen, bitte? Oh yeah. Ich muss sagen, das war gerade sehr befriedigend. Es tut mir auch leid, aber... Arschloch. Okay. Yes. Ah. Ja. Weiß gar nicht, gibt Outlast eigentlich auch für PS4 und Xbox One, also für Konsolen? Oder vielleicht auch noch PS3 und Xbox 360? Ich weiß gar nicht, von was das Spiel ist, um ehrlich zu sein. Würde mich mal interessieren. Ich will so mal, kann man das mit Controller spielen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, kann man. Oh Gott, die Sensitivität. Oh. Ja. Kann man, macht aber keinen Sinn. Und jetzt? Sogar für Switch, tatsächlich. Sehr süß. Warum nicht für Wii U? Au. Teamplay Award. Patrick Petrina. Best Encapsulated Team Concept. Hallo. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Mhm. Okay. Hey, eine Kamera.
Oder überall nachgucken, ob vielleicht Dokumente drin sind. Ich bin ein bisschen Dokumente-geil. Doch, bist du schon gestorben? Oft genug auf jeden Fall. Von R. Traeger, den hatten wir schon, an P. Walsh, Annapurna. Oh. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Oh. Okay. Gut, eigentlich wundert mich ja auch nicht mehr viel. In dieser kranken Anstalt, aber da bin ich schon. Kann ich da rüber? Okay, dann weiß ich Bescheid. Was hast du mit deinen Toten? Kriegt man Secret Ending, wenn man nicht stirbt? Oder nicht häufig stirbt? Weiß. Denke nicht. Okay. Du hast angefangen. Ach. Guck mal. Oh. Immerhin ist es hier hell, muss man ja sagen, ne? I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. If you want to live, you can get out through the kitchen. Wir springen dann einem noch vor, Schlüssel. Bin ich das einzige Opfer hier? Bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an dem Ort bleiben zu müssen. Also meines Erachtens nach lebt er eigentlich noch. Aber... Netter Typ. Ja, echt. Komm schon. Ach so, Entschuldigung. Oh Gott. Eben kurz in alle Ecken gucken, ne? Mülleimer. Haben wir den schmalen Durchgang da gemerkt? Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn realisiert. Keine Sorge. Ups. Secret, hier, hier. Challenger approaching. Oh, er ist tot. Dateien, Dateien, Dateien. Batterien, Batterien, Batterien. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Werbung. Scam. Beim Ordner.
Wirf den Studiofenster und hau ab. Ist halt echt. Okay, das sind natürlich hier, ne? Krass verbarrikadierte Fenster. Aber ich glaube, wir haben schon das ein oder andere Fenster gesehen, was nicht so aussah. Beispielsweise, als ich den Regen realisiert habe. Hm. Schade. Okay, Gitter. Aber trotzdem probieren. Ich glaube, der Junge hier... Ich glaube, der Junge will eigentlich hier bleiben. Ach ja. Hier, komm. Ja. So, ich habe die Chips mal zusammengetan. Ich esse die nachher vielleicht weiter. Also erstmal eine kurze Pause davon, ja. Mhm. Hier kann ich mich sogar verstecken. Öfter um Ecken gucken. Genau, mach du da mal Laundry Room. Sprinkler Wolf. Sehr schön. Genau das brauche ich gerade. Schneid doch die Tür nicht so laut zu. Gut, kann ich jetzt wieder zurück oder gibt's hier noch mehr? Wie hoch ist die Chance, dass der genau da um der Ecke chillt? Braucht halt noch 20 Jahre länger, um da reinzugehen. Hey. Wie geht's? Oh, praktisch. Also, oh Scheiße. Eddie McFettfett. Völlig korrekt. Oh. Damit ich das jetzt irgendwo von außen hier rum kann. Wie geht's? Boah, mit dieser Verfolgungsmusik, hör auf. Bitte. Oh. Was auch immer hier ist, ich bin gut. So. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück, ne? Wo war denn das nochmal, wo ich jetzt da so wie so ein wahnsinniger was gedrückt habe?
War sogar irgendwo hier direkt am Anfang, ne? Genau hier nämlich. Geh da rein. Ist er weg? Ich weiß es nicht. Ich warte noch mal kurz, ne? Mann, man sieht das doch gar nicht. Ich muss so machen. So kann man es sehen. Wenn ich so mache, sieht man kaum was. Egal, raus hier. Jetzt drücken wie ein Wahnsinniger. Ich bin hier draußen, Vater Martin. Durchnässt. Archivement. Okay. Muss ich ja wahrscheinlich wieder zurück, wo das Feuer war, weil da war ja wahrscheinlich ein Ausgang. Ich habe ihn nicht gesehen, aber würde ich jetzt mal so herleiten. Weil ich hätte keine Ahnung, und gesehen hat, Wasser anzumachen. Gott, wo war das denn jetzt? Was? War das hier? Ja, ne? Die Zoom-Funktion muss ich eigentlich mal öfter benutzen, ne? Hier ist noch irgendwie was, so ein bisschen. Oh, Küche. Oh, Typ. Wollte aber nur so. Aber nur mal so. Und dann rennt er weg. Panik. Oh. Ja. Gut getrennt eigentlich hier, finde ich. Schöner Bart. Schöne Gedärme. Du hast dein Feuer gelöscht. Ich habe Feuer gemacht. Und du hast Feuer gelöscht. Speiseaufzug. Ich habe jetzt leider so Probleme mit Speiseaufzügen. Brauchte er dafür meinen Finger? Ich glaube schon. Ups. Finger. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort, aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Okay. Okay. Ist das zum Verstecken gedacht? Wahrscheinlich schon. Ich habe Angst. Nein, ich habe keine Angst. Ich bin männlich. Und Männer haben keine Angst. Ah, sind Gender-Klischees nicht was Schönes. Als ob ich jetzt rauskomme. Ob ich jetzt rauskomme. Ich könnte auch unten rein. Kommt irgendwer hier gleich raus und schreibt mich ja mal an. Erstmal eine Datei. Oh, die Folge ist eigentlich schon längst vorbei. Filmrahmen auf. Lesen wir die nächste Folge, würde ich sagen.